Hallo. Ich finde es immer so schlimm, wenn man so lange gehen muss und die Leute gucken mir so beim Gehen zu, weil das kann ich immer nicht so. Also ich kann mich so bewegen, dass ich nicht umfalle, aber für eine Frau reicht es nicht. Das Schöne ist, dass ich in der Dämmerung nicht angegriffen werde. Meine Silhouette sieht aus wie eine Mischung aus einem Mann in der sexuellen Findungsphase und einem Nutztier, das zum ersten Mal Vic Medi-Night probiert hat. Also man weiß nicht was, aber bumsen möchte man es nicht unbedingt. Ich war sehr schockiert, mir hat so eine Frau, also ich glaube es war eine Frau, man weiß ja immer nicht, was es ist im Internet, es war ein Foto von einer Frau, das hat mich angeschrieben. Die wollte, dass ich ihrem Freund für sie einen Heiratsantrag mache. Fand ich ein bisschen verrückt, die Vorstellung. Weil wenn ich für jemanden sowas Wichtiges übernehmen muss, dann heißt das, dass die so sozial komplett inkompatibel ist. Ich bin nicht die richtige Person für romantische Situationen. Ich kann das immer nicht so. Ich komme aus der Schweiz. Wir haben keine Emotionen, wir haben Geld. Aber reichlich davon. Also in der Schweiz sind auch Veranstaltungen anders. Da klatschen die Leute schriftlich. Kriegt man immer nach 3 Monaten Bescheid. Ah, es hat ihnen gefallen. Oder nicht. Und deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden, den Heiratsantrag zu machen. Ich finde es auch cool, wenn Leute unverheiratet zusammenbleiben. Also ich glaube, wenn man so seit 10 Jahren zusammen ist, obwohl man nicht verheiratet ist, das ist so, wie wenn man bei der Telekom bleibt, obwohl man gar nicht mehr den Vertrag hat. So einfach, weil man sagt, ich finde das Netz eigentlich ganz cool. Und dass ich auf den ICE-Strecken zu 2% der Zeit auch noch WLAN habe, finde ich auch ganz cool. So, das ist, wenn man zusammenbleibt, ohne verheiratet zu sein. Und ich glaube, viele Leute heiraten aus Not, einfach weil sie nicht wissen, wie sie Schluss machen sollen. Dann denkt man so, ich mobbe den anderen jetzt so an eine Wand. Vielleicht tötet er sich ja. Dann schaut man sich so an, nach 3, 4 Jahren Beziehung, morgens im Bett und denkt sich, komm, wir heiraten. Und das muss einfach nicht sein. Also lassen Sie sich nicht in irgendwas reinmobben, wo Sie nicht drin sein wollen. Ich mache auch zu viele Sachen aus Höflichkeit. Meine größte Angst ist, dass ich mal aus Höflichkeit heroinabhängig werde. Wenn ich so am Bahnhof bin in Hannover oder so, wo die Chance 62% ist, dass man heroinabhängig wird. Und dann kommt so eine dünne, ausgemergelte, melancholisch desillusioniert wirkende, zitternde Cracknutte auf mich zu und bietet mir Heroin an. Ich weiß nicht, warum eine Cracknutte Heroin mit sich führen würde, aber vielleicht hat sie so einen Volkshochschulkurs besucht. Du musst deinen Markt erweitern, Uppers und Downers anbieten. Und dann bietet die mir Heroin an, dann sage ich nicht nein. Das ist wie wenn man an Ostern bei der Oma ist und sie bietet einem das 3. Stück Kuchen an und man will voll keinen Kuchen mehr, aber es sind ihre letzten Ostern und tun sie nicht so, sie haben diese Gedanken alle auch. Und dann überbrückt man seine innere Trauer so mit romantischen Gesten. Man bringt sich einen Blumenstrauß mit nach der Arbeit. Was man eigentlich macht, ist, man stellt sich vor den Partner oder die Partnerin hin und sagt, schau Schatz, ich bin rausgegangen und habe dir von einem Profi eine ungerade Anzahl an mega schönen, punktsymmetrischen Pflanzen töten lassen. Und ich hätte jetzt gerne, dass du die bei dir zu Hause hinstellst und ihnen dabei zuschaust, wie ihre Blüten langsam aber sicher verwelken, wie ihre Stängel anfangen schlaff zu werden und wie ihr Wasser unfassbar anfängt zu stinken. Weil weißt du, Schatz, wir sind jetzt an einem Punkt in unserer Beziehung, wo ich sagen kann, ich bin bereit, bei dir dasselbe zu tun. Ich bin bereit, dir dabei zuzuschauen, wie deine Blüten langsam aber sicher verwelken, wie dein Stängel anfängt schlaff zu werden. Ich könnte mal noch ein bisschen Pulver ins Wasser tun, dann dauert es länger. Und wie dein Wasser unfassbar anfängt zu stinken, weil seien wir doch ehrlich, Schatz, das im Kern ist doch Liebe. Wenn man sich dazu bereit erklärt, dem anderen beim Zerfallsprozess zuzuschauen. Ich glaube, Liebe ist zum Beispiel auch gemeinsam fett werden. Wenn man sich so anschaut und denkt,
Ja. Ich will gar nicht mit jemand anderem zusammen sein. Und du kannst gar nicht mit jemand anderem zusammen sein. Das ist Liebe. Liebe ist, wenn man sich so lange gehen lässt, bis man nicht mehr gehen kann. Und das ist nicht romantisch. Aber das ist auch nicht schlimm. Weil Liebe findet in der Realität statt und Romantik nicht. Romantik ist immer eine Flucht aus der Realität, weil die Realität ist nicht hot. In der Realität kaufe ich Klopapier. Das ist nicht sexy. Ich habe sogar zwei Freundinnen, Punkt, wollte ich nur mal schnell sagen. Nein, ich hab zwei Freundinnen, nicht klatschen jetzt, ich hätte mehr als zwei Freundinnen, wenn ich mich bemühen würde, aber ich habe zwei Freundinnen, die schämen sich, wenn sie mit dem Bus einkaufen fahren, dann schämen die sich, Multipacks Klopapier zu kaufen, weil das passt nicht in den Rucksack, dann müssen sie es so unterm Arm halten, alle anderen Leute im Bus sehen das und die anderen Leute im Bus könnten jetzt ja meinen, dass die zu Hause Klopapier benutzen. Dabei fände ich nichts schlimmer, als wenn ich so 10 Jahre mit jemandem befreundet wäre und dann rausfinde, was? Du hast noch nie Klopapier benutzt? Deswegen hast du diese Angora-Hasenzucht. Und deswegen braucht man Romantik. Man braucht irgendeine Flucht aus dem Alltag und redet über irgendwelchen irrelevanten Scheiß. Das Universum, die Sterne, meine Gefühle. Ich lasse meine Seele baumeln, als wäre meine Seele ein alter Hoden. Also wirklich, wenn ich eine Seele habe, dann will ich nicht, dass die baumelt. Das ist mir eine deutlich zu legere Körperhaltung für so ein essentielles Organ. Aber das wollen die Leute. Und dann heiraten sie und machen so einen Quatsch, tauschen Schmuck aus vor Fremden, die zuschauen und weinen. So weinende Omas, die wissen, dass sie nie wieder Kuchen essen dürfen. Und ich habe jetzt eine Methode entwickelt, wie ich aus dieser Störung, dass ich sagen kann, was ich denke, anstatt was ich fühle, Profit schlagen kann. Ich biete neu an der Volkshochschule Seminare an in verbaler Verhütung. Das möchte ich Ihnen noch schnell mit auf den Weg geben. Verbale Verhütung ist extrem effizient. Für das nehmen Sie einfach so eine romantische Situation, die ganz frohlockend gedeiht und weidet und dann kommen sie mit so einem nassen Tuch aus Realität und schlagen drauf, bis sie stirbt. Und es ist sehr gut, wenn man zum Beispiel mit jemandem anbandelt und dann viel zu spät merkt, oh, wir dürfen auf gar keinen Fall eine Familie miteinander gründen, weil du riechst mega widerlich, es ist nicht dein Shampoo, ich glaube, du bist mein Cousin. Und dann kommt die verbale Verhütung ins Spiel. Für die schauen Sie den Partner oder der Partnerin oder wenn Sie ganz krass unterwegs sind, den Partners beim Akt tief in die Augen, wenn das die Position erlaubt, sonst benutzen Sie einen Rückspiegel. Schulterblick nicht vergessen, nicht, dass da jemand aus dem toten Winkel reingepfercht kommt. Tief in die Augen schauen und dann was sagen, das wirklich stimmt. So, auf einer wissenschaftlichen Ebene. Also ich als Frau könnte zum Beispiel zu einem Mann sagen, besten noch erotisch atmen, damit das Gegenüber keinen Verdacht schöpft. Entschuldigung, das war Dirty Talk auf Schweizerdeutsch. Tief in die Augen schauen und dann was sagen, was wirklich stimmt. Also ich würde sagen, hey, wow, ist es nicht Wahnsinn, dass du jetzt gerade so auf einer genbiologischen Ebene, rein rechnerisch, zu 50% Sex hast mit meinem Vater. Funktioniert jedes Mal. Wenn es nicht funktioniert, grad abbrechen. Du kommst nicht mehr zum Brunch mit meinen Eltern. Und auf jeden Fall wünsche ich den beiden, also sie weiß ja, dass sie gemeint ist, er weiß es nicht. Aber sie hat mir dann geschrieben, dass sie schon ein Kind miteinander haben. Also ich finde es jetzt nicht so überraschend, wenn sie ihn selber fragt. Es ist nicht so, dass er dann sagt so, was, ich? Ich soll dich heiraten? Wechselt doch mal zuerst zusammen den Handyvertrag und dann schaut ihr, ob das cool war im O2-Shop gemeinsam. Dann merkt ihr, ah scheiße, ist ein bisschen teuer dafür, dass man gar keinen Empfang hat. Und dann werdet gemeinsam fett. Wird sicher schön. Vielen Dank. Vielen Dank an Haselbrugger.